Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14 Realm Reborn. Schön, dass man am Anfang hier im Auge rumgekratzt hat, aber irgendwie juckt das auch, ob mich da was gepiekst hat. Ich weiß nicht, juckt schon den ganzen Tag. Ja, ich bin offscreen schon mal zum Informanten hier runtergehüpft, der Weg war ja nicht allzu weit. Und habe uns Titan wiedergeholt, den haben wir ja letztens da unten in einem Fade verloren, das jetzt schon weg ist, da ist das nächste. Ja, bringen wir ihm mal sein Buch. Hast du das richtige Notizbuch gefunden? Band 6 aus dem Jahr 1572? Oder hat es mal wieder einer dieser schusseligen Bibliothekare an der falschen Stelle einsortiert? Hier. Astrologisches Notizbuch. Band 6 der astrologischen Beobachtungen am Observatorium für ätherische und astrologische Phänomene im Jahr 1572 des 6. Zeitalters ist Licht. Ja, das ist es. Da werden Erinnerungen wach an all die Tage und Nächte, die ich gen Himmel gestarrt habe. Dann wollen wir uns doch mal die Aufzeichnung des besagten Tages näher ansehen. Tja, ich hab's. Das Luftschiff muss in der Nähe der steinernen Wacht gelandet sein und das bestimmt nicht aus freien Stücken. Eine viel gefährlichere Gegend hätten sie sich dafür nicht aussuchen können. Die steinerne Wacht ist eine alte Festungsanlage, die von Drachen zerstört wurde. Bis heute treiben sich dort allerhand Monster herum. Beratschlage dich lieber mit Angevin, wie du dorthin gelangst. Ich kann nichts weiter für dich tun. Leb wohl und viel Glück bei deiner Suche. Und tschüss. Wann ich wiederkomme, ist ungewiss. Sicher ist, dass ich mir verpiss. Dahin, wo das Wetter besser ist, kann ich verstehen in all dem Schnee und Eis. Enchant. Na also, endlich haben wir einen Anhaltspunkt zum Verbleib der Enterprise. Herzlichen Glückwunsch. Aber muss es ausgerechnet die steinerne Wacht sein? Die Gegend ist ziemlich gefährlich und zu einem Übel zählt mein Wort dort nicht viel. Die Gegend wird von der Familie Durandere kontrolliert. Ich gebe dir selbstverständlich ein Empfehlungsschreiben mit, doch es wird dir nicht viel nützen. Die Durandere sind nicht gut, auf mich zu sprechen. Es wird mehr Eindruck machen, wenn Ritter Francel dir ebenfalls eine Empfehlung schreibt. Bitte ihn ruhig darum. Nun, da dein Aufbruch naht, fällt es mir schwer, dir lebwohl zu sagen. Du hast viel für uns getan und bist mir ans Herz gewachsen. Oh, er flirtet mit mir. Pass auf dich auf und beirre uns bald wieder. Möge Halone mit dir sein. Wir werden uns schon wiedersehen. Guck mal, wie viele 50er-Charaktere hier rumstehen. Du hast auch später noch eine Quest für uns. So, dann holen wir uns mal unser Empfehlungsschreiben vom guten Francel. Und dann geht's wahrscheinlich hier so rüber. Ich glaube, da oben ist die Steinernwacht. Oder da? Nee, ich glaube da. Da oben. Jetzt kommen wir hier ins dritte Lager quasi. Es gibt ja nur eins mit Ätheriten. Hier unten sind wir ja angekommen aus dem Nordwald. Und hier gibt es noch ein Lager. Da sind halt die Durandere. Vielleicht heißen sie auch Durandere, weil im Französischen wird das U ja wie ein Ü gesprochen. Aber Durandere klingt ziemlich kacke, deswegen sage ich Durandere. Erinnert mich ein bisschen an Durengard. Hallo Francel. Na, sitzt du wieder an deinem Platz und guckst trostlos? Hallo Titan. Na, wie ist? Ah, wie schön, dich zu sehen, Noro. Gibt es irgendwas, mit dem ich mich bei dir für meine Rettung bedanken kann? Hm, verstehe. Das Luftschiff ist also irgendwo bei der steinernen Wacht gelandet. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die Festung einst von der Familie Helenard verwaltet wurde, bis die Drachenbrut das Chaos nach der Katastrophe ausnutzte, um uns von dort zu vertreiben und die Festung zu zerstören. Aufgrund dieser Niederlage wurde meine Familie ihrer Verantwortlichkeit für die steinerne Wacht enthoben. Stattdessen wurde die Familie Durandere mit der Rückeroberung betraut. Deshalb glaube ich nicht, dass mein Wort großes Gewicht hat. Doch natürlich schreibe ich dir liebend gern eine Empfehlung. Viel Erfolg bei deiner Suche. Doch sei gewarnt, die Hintermänner der Intrige gegen mich und die Familie Helenard wurden noch nicht gefasst. Ihr Plan wurde vereitelt. Doch zweifellos ist ihr Hass gegen uns ungebrochen. Und dieser Hass richtet sich nun auch gegen dich. Cool. Ja, wo ist der Ausgang? Da. Yay! First Person Action. Bam, badam, bam, bam, badam. Ach, ist das nicht schön? So ein bisschen Schnee. Wir hatten lange keinen Schnee. Ich bin ja schon noch ein bisschen gespannt, sagen wir es mal so. Nicht schon, sondern insgesamt. Weil das Addon wird ja in Ishgard spielen. Irgendwie, größtenteils. Man hat zwar in den ersten Ankündigungsvideos und so schon gesehen, dass es da auch Grün gibt und so weiter, aber eigentlich ist Ishgard ja dieses Schneegebiet hier, also dieses Quertas, die Erweiterung quasi. Oh, es gibt wohl gar keine Fates, wenn die alle rumstehen.
Und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass man am Anfang wieder sehr viel in Schnee und Eis rumhängt. Naja, mal gucken. Normalerweise kriegt man ja auch alle 5 Level so ein bisschen was Neues an Fähigkeiten und so. Dort kriegt man 5 Sachen innerhalb von 10 Leveln. Da bin ich ja auch schon mal gespannt. Stufe 52, 54, 56, 58 und 60, wenn ich das richtig mitbekomme. Da wird ganz schön hart. Ui, guck mal. Das ist hübsch. Soll ich davon einen Screenshot machen? Ich mache davon mal einen Screenshot. Moment. Muss noch mal ein Stück nach hinten. Zum Glück ist das Feld hier gerade nicht. Und es wird auch so schnell nicht wieder spawnen. Das war ja gerade erst da. Ich will das damit drauf haben. Falls ich für die Folge nichts Hübsches mehr finde, habe ich doch was. Ah, da unten ist irgendwo ein Fade. Wenn die sich hier alle auf den Weg machen. Das Reittier will ich eigentlich unbedingt mal haben. Mit den Bombern. Aber dafür muss ich die Kobold-Stämme-Quests machen. Was Stämme-Quests sind, habe ich euch ja noch gar nicht zeigen können. Weil ich im Level mit dem K hier noch nicht weit genug bin. Aber das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Da gibt es verschiedene wilde Stämme. Die einem... Kleine Gruppen davon können einem freundlich gesinnt sein, wie zum Beispiel den Sylphen, da haben wir es ja schon kennengelernt, sage ich mal, dass es davon eine nette Gruppe gibt und eine weniger nette. Das haben sie noch bei anderen wilden Stämmen dann später eingeführt oder früher, ich weiß nicht genau wann, und haben da mit Quests verbunden. Und da kann man sich zum Beispiel mit den Sylphen anfreunden, mit den Kobolden, mit den Amalja, mit den Ixal und mit den, wie heißen die spuckenden Viecher hier aus Astasha? Ich habe es gerade vergessen. Ja, mit denen jedenfalls auch. Ich glaube, die 5. Vielleicht habe ich auch eins vergessen. Ich weiß nicht. Da wollen sie wahrscheinlich auch was Neues einführen. So, und jetzt muss ich hier mal wieder alles einblenden, weil sonst renne ich am Questgeber vorbei. Habe ich schon geschafft. Sehr gut. So, wir sind von hier unten hier hochgeritten. Ich habe es noch ohne Karte gemacht, weil es einfach hübsch aussieht und weil ich den Weg schon in- und auswendig kenne. Und die können wir später noch auf der Karte angucken. Wir haben also zwei neue unbekannte Orte entdeckt. Ja, schön. Was willst du hier? Abenteurer haben an der weißen Felsfront nichts verloren. Verschwinde. Ich habe einen Brief von Francel, ein glänzendes Empfehlungsschreiben an das Haus Durandair und ein glänzendes Empfehlungsschreiben an das Haus Durandair von Auchefort. Was haben wir denn hier? Empfehlungsschreiben der Ritter Auchefort und Francel. Das sind ja genau die richtigen. Nun gut, du darfst dein Anliegen vortragen. Naja, wenigstens so weit haben sie mir geholfen. Welch freundlicher Empfang. Ach, sind wir ja in Coerta schon gewohnt, ne? Brunadir ist bereit, dich anzuhören, obwohl er offensichtlich nicht über deinen Besuch erfreut ist. Um gleich zu Anfang eins klarzustellen, Fremde, du bist hier nicht willkommen. Weißenfels bildet die vorderste Front in unserem heiligen Kampf gegen die Drachen. Das Vertrauen an Luxusgut, das wir uns kaum leisten können. Hier hast du deine Empfehlungsschreiben zurück, die haben mir keinen großen Wert. Ich rate dir, auf dem Absatz kehrt zu machen und nach Hause zu gehen. Und da, wenn du jedoch dein Glück versuchen willst, dann gewähre ich dir aufgrund der Empfehlungen eine einzige Chance. Geh über den Hof hinüber ins Lager und versuche dort, Albois von deiner Redlichkeit zu überzeugen. Oh, da hier Schokobo gelaufen. Wupp, wupp. Ja, schauen wir mal. Zumindest haben wir die Chance bekommen. Wir wollen sie auch nutzen. Wir können ja auch bald die Freibriefquest machen. Die ist ja Stufe 40. Genau. Hier? Oder da hinten? Er würde wohl kaum draußen sitzen, oder? Sitzt er auf der Mauer? Und wieder auf der Mauer, auf der Lauer? Oder sitzt er da drin? Da drin könnte sein. Ah, Albois. Oh, du bist eine Frau. Du bist eine große Frau. Warum hat dich Ritter Brunadir zu mir geschickt? Ich bin zwar die Dienstältere, doch keineswegs in der Position, über dein Gesuch zu entscheiden. Geh die Stufen im Hof hinauf zum Hospital. Der leitende Arzt Astidion ist einflussreich und zugleich weltoffener als so manch anderer hier. Vielleicht hat er mich genau deswegen zu dir geschickt, weil du mir einen guten Tipp geben kannst. Ist der Brunadir vielleicht doch netterer gewesen, als er auf den ersten Blick den Eindruck gemacht hat? Alfino steht hier auch schon wieder rum. Der verfolgt mich, habe ich das Gefühl. Aber Sid ist weg. Shit, wo bist du? Mal gucken. Das Hospital? Hä? Was hat er denn im Kopf? Ah. Triple Tried. Der sieht irgendwie aus wie Francel, oder? Zum Büschen? So, mal gucken, wo hier der Astidion ist. Hallo, Herr Astidion. Oh, da ist Sid. Auf den ersten Blick siehst du kerngesund aus. Was führt dich zu mir? Ah, Empfehlungsschreiben von den Häusern Fontaine und Helenard. Damit solltest du direkt in der Kaserne vorstellig werden. Ich habe für solche Belange keine Zeit. Ich muss mich um viele Verletzte kümmern.
Boah, keiner will sich hier mit uns befassen. Und außerdem liegen da bloß zwei. Zwei. Da hast du doch für mich noch Zeit. Na gut, drei, aber mit zwei Schwestern. Voll gemein. Alle schicken mich weg. Da steht schon wieder einer aus meiner Gilde. Ein Freund. Hallo Freund. Sprich Freund und tritt ein. Wir winken, weil wir freundliche Leute sind. Und wir sprechen mit dem Schokobo-Faller. Ja, bla 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 bla, bist du müde, Alter? Nein, ich bin nie müde. Nie. Er verfolgt mich mit seinen Blicken. Er macht mir Angst. So, hier ist die Kaserne. Hier sitzen viele Leute und stehen. Aber nicht der, mit dem wir sprechen sollen. Also gehen wir mal hoch. Da ist er. Der sieht ja total gut gelaunt aus. Der hilft mir bestimmt. Was fällt dir ein, hier einfach so herein zu Oh, verstehe. So sieht die Sache natürlich anders aus. Die Familien Fonton und Helenard haben dich also freundschaftlich empfangen. Nun, das kannst du von unserem Haus Durandair nicht erwarten. Abenteurer sind hier nicht gern gesehen. Aber gut, mit den Empfehlungsschreiben in der Hand können wir dich nicht so ohne weiteres abweisen. Ich gestatte dir, bei unserem Herrn Tremont vorstellig zu werden. Zeig ihm die Empfehlungsschreiben, aber erwarte nicht zu viel. Auch er wird dir keinen herzlichen Empfang bereiten. Ich schätze, ich muss weiter hoch. Oder saß der da unten? Ah, ne, hier ist er. der sieht aber irgendwie nett aus. Mal gucken. Da Giordano dich zu mir, oh Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, vorgelassen hat, nehme ich an, du hast etwas Wichtiges zu sagen. So, sprich. Hier, guck mal. Voll überschwänglich und glänzend. Oh, wie jo. Du willst an der steinernen Wacht nach dem Luftschiff suchen? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Ah nein, ich bin voll stark. Guck mal. Da voll Muckis und so. Oh, ich wollte erst so machen. Ich muss kurz warten. So schnell hintereinander kann er keine Screenshot speichern. Seid gegrüßt, Baron Dremont. Wir sind Gesandte des Bundes der Morgenröte und erweisen euch unsere untertänigste Aufwartung. Wir suchen nach dem Luftschiff, um gegen den Prima Egaruda vorgehen zu können. Bei dem Luftschiff handelt es sich um die Enterprise, die rechtmäßig Sid Garland gehört. Er begleitet uns, um sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen, woran Ishgard kaum Anstoß nehmen kann. Sid Garland, du lebst, aber du wurdest für tot erklärt. Glaub diesen Hochstaplern kein Wort, werter Dremont. Sie versuchen, dich einzuwickeln und für ihre zweifellos anrüchigen Pläne einzuspannen. Wir dürfen ihnen kein Vertrauen schenken. Es ist doch höchst merkwürdig, dass der lange verschollene Sid Garland so plötzlich aus der Versenkung tritt. Und das ausgerechnet jetzt, in der entscheidenden Phase der Rückeroberung der steinernen Wacht. Und was den Bund der Morgenröte anbelangt, so haben wir erfahren, dass er von galeischen Truppen ausgelöscht wurde. Wie leicht es da ist, sich als Gesandt des Bundes auszugeben. Die anderen leichtgläubigen Häuser mögen diesen Betrügern aufgesessen sein, doch das Haus Durandair muss stark sein und Vernunft walten lassen. Ich weiß nicht, was diese Halunken wirklich an der steinernen Wacht suchen, doch ich bin davon überzeugt, dass wir sie nicht passieren lassen sollten. Hab Dank für deinen Rat, Inquisitor. Wie mir scheint, stand ich kurz davor, einen schrecklichen Fehler zu begehen, denn ich war geneigt, die Geschichte der Fremden zu glauben. Doch nun steht mein Entschluss. Ihr drei werdet die steinerne Wacht unter keinen Umständen betreten, bevor wir die Festung nicht zurückerobert haben. So lange können wir nicht warten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Garuda zur vollen Stärke findet. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Tremonts Vertrauen gewinnen können. Ich stehe genau neben ihm und rede davon, als wäre er gar nicht da und der da auch nicht. Vielleicht sind seine Untergebenen aufgeschlossener als er. Voll der fiese geheime Plan. In Anwesenheit der Angesprochenen. Immer gut, Alfino, immer gut. So macht man das. Dremont. Oh, Dremont hat kein Zeichen mehr beim Kopf. Na gut. Yay, ganz viele Nebenquests. Oh. Hallo, Fussillon. Suchen.
Ohrringe für uns. An der Weißenfelsfront will der Ritter Fussillon ein lästiges Hindernis aus dem Weg schaffen. Bin ihm doch glatt auf den Tisch gestiegen. Das wollte ich nicht. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Fuß. Das ist irgendwie so ein Standardskin, oder? Für junge Elisen. Diese müden Augen. Die haben die irgendwie alle. Das sieht ja schrecklich aus. Fußgené. Kleine und große Nager an der weißen Felsfront scheint sich Fussigné über irgendetwas den Kopf zu zerbrechen. Wir sollen Ratten töten. Und so eine Unterform der Drachen für den anderen. Horste vor. Knurrende Rittermägen. Moment, der eine redet von Abfällen und der andere muss Mägen füllen. Und wenn die so knurrend sind, warum entstehen dann so viele Abfälle? Horste vor möchte dich auf die Jagd schicken. Warum muss ich plötzlich aufstoßen? Ich habe doch gar nichts gegessen oder getrunken. Sei gegrüßt. Kannst du mir einen Gefallen tun? Die hohen Herren wären gar nicht erfreut, dass ich eine Fremde um Hilfe bitte, aber die Alternative erscheint mir noch gefährlicher. Aufgrund der starken Schneefälle kommen die Lebensmittellieferungen kaum noch bis zu uns durch. Den Rittern knurren schon ordentlich die Mägen. Wenn ich nicht bald für Nachschub sorge, fressen sie mir die Haare vom Kopf oder zetteln einen Aufstand an. Was wir dringend brauchen, um die Moral zu heben, ist eine ordentliche Portion Fleisch. Südöstlich von hier, am Daniffenpass. Wurde ein großer, wohlgenährter, gefleckter Olm gesichtet. Den würde ich gerne in die Pfanne hauen. Also, suche nach ihm und erledige ihn, wenn du ihn auch aufgespürt hast. Leider sind seine Haut und sein Fleisch ziemlich zäh, wodurch er zum einen gut geschützt und zum anderen schwer zuzubereiten ist. Wenn du ihn während des Kampfes mit Apfelessig besprenkelst, kannst du ihn leichter besiegen und sein Fleisch wird schön zart. Mit Apfelessig. Geht klar. Oh, wir haben ja richtig viele Hauptquests. Teile quasi. Nivi. Vom Schneesturm verweht. Nivi sieht ganz schön verzweifelt aus. Danke, meine Dame, dass ihr einer unwürdigen Botin der Familie Helenard eure kostbare Aufmerksamkeit zukommen lasst. Ich sollte einen wichtigen Brief an Baron Dremont überbringen, doch ich habe ihn verloren. Unterwegs hierher geriet ich in einen fürchterlichen Schneesturm und plötzlich riss mir eine kräftige Böe den Brief aus den Händen. So bin ich mit ihm gelaufen, damit ich ihn nicht verliere, statt ihn irgendwo in eine sichere Tasche wie dieser dort an meinem Gürtel zu stecken. Ich habe schon verzweifelt danach gesucht, leider ohne Erfolg. Ich muss noch irgendwo südlich von hier entlang des Weges liegen, er, nicht ich. Vielleicht ist er an der Felswand hängen geblieben. Natürlich würde ich es nie wagen, euch mit einer Bitte zu belästigen, doch falls ihr zufällig den Brief findet, könntet ihr ihn dann direkt zu Baron Dremont bringen, also ihm den aushändigen. Dafür wäre ich euch sehr verbunden. Ach, du unwürdige Kleine. Ey. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Moment, ging die Melodie so? Auf jeden Fall. Steht da ein Pferd auf der Treppe. Zum Glück mauern die hier so. Gut. Und zum Glück habe ich den Benedikt völlig übersehen. Alter, wie alt bist du? 14? Vertrauensbildende Maßnahme. Benedikt ist bereit, dir eine erste Gelegenheit zu geben, etwas für das Haus Durandair zu tun. Ja, lass doch den Kopf nicht gleich so hängen. Hast du etwa gedacht, es wäre einfach, Tremonts Vertrauen zu gewinnen? Es wäre einfach gewesen, wenn dieser Inquisitor nicht angekommen wäre. In seiner Position und angesichts der angespannten Lage muss er geradezu misstrauisch sein. Selbst wenn deine Geschichte wahr ist, wirst du trotzdem beweisen müssen, auf welcher Seite du stehst. Ich gebe dir dazu eine erste Gelegenheit. Erlege 5 Domigatoren und erzähle hinterher Clotarion im Speisesaal davon. Ich weiß zufällig, dass er zu wenig Ritter hat, um die Straßen zu sichern. Okay.
Du. Moment, da unten waren gar keine Ausrufezeichen mehr, deswegen gehe ich mal weiter hoch. Vielleicht sind da noch welche. Oder die sind im Lager und es sieht halt bloß da so eng aus, quasi auf der Map. Das gucken wir jetzt noch. Ich die Folge beende. Ob hier oben noch eine Quest ist. Er hat keine. Geht's hier noch weiter hoch? Ah, guck mal. Ich bin der König der Welt. Woo! Kommt man da noch auch hoch? Nein, da kommt man nicht hoch. Ja. So schnell kommt man wieder auf den Boden der Tatsachen. Man, oh, da kommt man hoch. Ha, sehr schön. Wusste ich's doch, man muss doch da hochkommen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Wie will man an einer Glocke läuten, an die man nicht herankommt? Wow, jetzt bin ich wirklich der König der Welt. Zieht euch das rein, ey. Puh. So, mit dieser wunderschönen Aussicht, ich mache mal hier noch meine Webcam aus, mit dieser wunderschönen Aussicht in diesem verhangenen, weiß ich nicht, morgen Abend, ich weiß es leider gerade gar nicht, in Quertas, verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet bei der nächsten wieder mit ein. Wenn diese Folge euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und noch lieber einen Kommentar. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ihr Lieben.